So, willkommen zurück zu dem Spiel Rage, was sich wieder aufbaut. Nein, Scherze, willkommen zurück zu Let's Play Rage. Von eurem An alle Bürger. Host. Ja, von Sheriff eurem Black hat einen Bürgermeister starken Clayton, Anstieg von der eurem Host. Panik aktiviert. Ich habe Gerüchte gehört, dass beim alten Joe im Sumpf ein paar Pflanzen wachsen. Besondere Pflanzen. Bei richtiger Mischung sollen die wahre Wunderdinge bewirken. Gehst du nach Norden? Wenn ja, halt dich bloß von der Totenstadt fern, hinter deren Mauern lauert das Böse. Spitz einfach die Ohren, wenn du das nächste Mal dort bist. Okay, der erzählt eigentlich nur bestimmt irgendwelchen Klabuster. So, was ich euch noch zeigen wollte, das habe ich vielleicht gar nicht so großartig gesehen, ist, wenn man hier, man konnte hier seinem Buggy zu diesem Wildschwein muss. Ich habe die besten Autoteile, die es gibt. Ja, ja. Willst du dich mal umsehen? Wollte ich nämlich noch was machen. Ja, Fahrzeugausrüstung. Nein, gar nicht. Ja, jetzt gibt's das Red Road. Und hier haben wir den Dünjäger und hier ID. Einer der letzten Überreste einer längst verstorbenen Rasse von Spieleentwicklern. Trage ihn mit Stolz. Sozusagen als Spoof verarscht, sozusagen, dass sie sich selber verarscht haben mit dem, ja, ne? Dass sie eigentlich ausgestorben sind in der Zukunft und sowas. Schön mit dir Geschäfte zu machen. So, was machen wir, was machen wir? Hey! Haben wir eigentlich noch genug Raketen? Kann ich dir helfen? Naja, gut, sowas will ich mir nicht kaufen. So ein Hovergeschütz oder sowas, das brauche ich nicht. Solange ich genug Minigun habe und das, ja. Man sieht sich. Wir haben auch noch Geld. Heißt, wir können bestimmt noch zu dem normalen Laden gehen. Boah, die Frage, gibt es hier überhaupt den normalen Laden? Ich habe hier noch keinen gesehen. Schon vom Feldtritt gehört? Das ist das seltenste im Ödland. Es soll vom Asteroiden stammen. Mehr weiß ich nicht, nur dass die Leute bereit sind, viel Geld dafür hinzulegen. Wenn sie welches finden. Ja, ich habe doch schon welches gekauft, glaube ich, zwei Stück. Oh, haben wir hier vielleicht was Neues? Nehmen wir mit. Scharfschützengewehr abgeht. Du hast gerade ein automatisches Ladegerät für Scharfschützengewehr erhalten. Jetzt ist dann schon... Halbautomatisch. Oh, jetzt geht schon die Mission direkt los. So, jetzt machen wir mal halt ein bisschen von den... Wie heißt das? Pinboard? Oh, ich weiß gar nicht, wie Deutsch... Schütze die Arbeiter, wenn sie die Leitung reparieren. Der ist erledigt. Ah. Weg da. Und nachladen. Okay, jetzt müssen wir halt aufpassen, woher die kommen. Irgendwie ruckelt das ein bisschen stark bei mir gerade, oder kommt es mir nur so vor? Ich weiß es nicht. Ja, da sehe ich doch schon was. Muss auf beiden Seiten aufpassen, oh nein. Nachladen, solange ich noch die Chance habe. Links, rechts, ja, alles in Ordnung. Ah, bisher schon. Oh, da schießt er hin. Nachladen, nachladen, nachladen. Nur eine Pistole, der eine Typ. Nachladen. Achso, der war noch gar nicht tot. Achso, den habe ich nur von den Beinen gerissen. Er repariert mal ein bisschen schneller. Ah, jetzt kommt es bestimmt von beiden Seiten, kommen die. Muss achten, wohin der schießt. Da hinten. Oh, der ist erledigt. Alan, es kommt aber einer vom Berg. Weiß auch, wenn es spannende Musik ist, heißt das nicht, dass es gerade sehr spannend ist vom Let's Play technischen. Weil hier kann ich jetzt gerade nicht viel sagen, weil ich muss mich konzentrieren. Muss er denn jetzt noch... Ach, jetzt muss er das noch reparieren. Aber ich habe da hinten einen gesehen, wo ist er? Ah, da.
Oh nein, da ist jetzt genau einer runtergesprungen. Von links kommen noch welche. Nachladen, nachladen, nachladen. Open-minded, das ist bestimmt ein Achievement für, du musst so viele Headshots machen. Geht wieder rein. Eigentlich nicht allzu schwer gewesen. Es geht. Ja, jetzt bin ich wieder hier drin. Hier ist die Bar, hier kann man glaube ich gar nichts kaufen, oder? Nein. Es gab ja noch diese Modifikation, die ich mir zum Beispiel für mein Sturmgewehr und so kaufen konnte. Die würde ich nämlich gerne haben. Und hier noch halt so eine Werkbank, weil ich kann mir ja jetzt irgendwas bauen. Was so ein kleines Buggy, was explosiv ist, weil das soll ich ja benutzen. Outfitter. Hier einer der Sachen verkauft oder was? Ne, ich denke nicht. Haben wir hier denn noch was dran? Schützt die Karawane? Okay, gut. Das müssen wir glaube ich in einem mit unserem Buggy herumfahren und wieder in dessen. Oh nein. So, da ist die Karawane. Wir müssen die jetzt beschützen. Einmal überall hingucken, damit sie sich ladet und ich nicht so ruckel. Hallo? Ja, weird. Wie soll ich den einen Typen vor dem Wagen beschützen? Kann mir das mal bitte wer erzählen? Oder konnte man irgendwie den Fahrer abschießen, sodass die Autos nicht weiterkommen? Ich denke nicht. Na super, jetzt ist von unten und oben was los. Der oben ist schon mal weg. Unten lebt aber noch einer irgendwo. Oh nein, nicht dieses kleine Buggy da. Da oben nicht noch eins? Ah, da hinten kommt noch eins. Nein, ey, diese Action hier, was ist denn hier noch los? Haben die es geschafft? Phew, wieder ein bisschen mehr Geld. Na gut, einen konnte ich jetzt nicht retten, der wurde direkt überfahren. Weiß ich auch jetzt nicht, was ich da machen sollte gerade. Na, 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 na.
Nee, Missionen machen Spaß. Wie gesagt, ich versuche jede Mission, die ich sehe, auch zu machen. Gestohlene Waren. Die Bases haben einen Schnaps geklaut, den sie teuer zu bestellen. Finde diesen Schnaps, ich zahle diesen Bastard Namen. Fahre wieder zur Wasted Werkstatt zurück. Okay. Danke. Was? Würde ich so nicht sagen. Cuprino. Mit dem verlassen. Oh, gerade war noch so ein Bildchen zu laden. Wie lustig. Kann für jeden einen Schaden anrichten, aber behalte die Panzerung deines Wagens im Auto. Ja, ich habe da diesen einen Schutz extra dafür gebaut. Ja. Kann ich vielleicht auf dem Weg ja noch das eine kaufen. Anscheinend gibt's da einen Händler, aber ich weiß nicht wo. Den muss ich das mal finden. Und solange ich den noch nicht gefunden habe, muss ich halt noch anders wohin. Okay, so. Haben wir den nämlich auch erledigt. Jetzt springen wir hier einfach mal. Ah. Das hat gerade komisch geklungen. In der Luft. Machen wir hier einen kurzen Stecher. Ich glaube, das ist Bip war wegen Hager Siedlung. Hey Kumpel, willst du dir mein Zeug? Sicher. Gib her. Kann ich dir vielleicht helfen? Kugeln in Kugeln, Kugel, alle gehen gleichzeitig los. Ach so, na, was ist das? Okay, Komponenten. Kann ich dann an Objekten verkaufen. Irgend noch so ein Filerit oder so wird gefunden. So. Wir sehen und irgendwo war noch irgendein Typ, da hat mir noch irgendwelche Spezialsachen zum Beispiel für den hier verkauft, aber ich hatte kein Geld. Nein, hier. Ach stimmt, wo ist hier eine Werkbank? Die müsste auch hier sein, oder? Ach! Was suche ich hier nach einer Werkbank? Stimmt, bauen kann man so alles. Genau so ein Depp, ey. Na, und ich dachte, oh, super, jetzt müssen wir irgendwo eine Werkbank suchen. Und dann wieder, what? Irgendwas aufzubauen. Aber anscheinend nicht. Normalerweise müsste hier leer sein.
an. Eidechse. Da oben sind wir gestartet. Kommen wir da irgendwie noch rein oder so? Nee. Nicht mehr. Einmal für ewig. Ich nehme lieber hier eine ruhige Waffe. Augen offen halten, Leute! Mann, so knapp, ey. Mein Gott, wie er sich...